Als nächster zu Wort gemeldet Herr Abgeordneter Dr. Peter Pilz. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, auch von der Freiheitlichen Partei, Sie werden sich fragen, warum schon wieder dieses Plakat? Ich werde es Ihnen gleich erklären, vorher nur ein paar kurze Bemerkungen. Was wir uns gewünscht hätten, und das betrifft jetzt nicht nur die Abgeordneten unserer Liste, wäre ein ordentliches, sauberes und verantwortungsvolles parlamentarisches Verfahren. Und das hätte geheißen, abwarten, was der Europäische Gerichtshof im Jänner urteilt, und dann ernsthaft hier im Haus darüber reden, welche Schlussfolgerungen wir darüber ziehen. Und es stimmt, einiges ist an den Vertragsentwürfen geändert worden, aber es steht immer noch drin, Schiedsrichter, Schiedspanel. Das sind ein paar Begriffe leicht modifiziert worden. Die Substanz ist dieselbe. So, Sie verzichten erstens auf ein seriöses parlamentarisches Verfahren unter Berücksichtigung eines wichtigen Urteils eines internationalen Gerichtshofes und zweitens auf die unbedingte Forderung nach einer Volksabstimmung. Das waren doch Sie von der Freiheitlichen Partei, die immer gesagt haben, Koalitionsbedingung, Volksabstimmung. Was ist jetzt? Was ist jetzt? So, und jetzt kommen wir zum Plakat. Wenn die FPÖ sich nicht durchsetzt und ihr eigenes Plakat befolgt, wenn also das Plakat mit der FPÖ vom Umfallen bedroht ist, dann müssen wir wenigstens das Plakat retten, wenn schon die FPÖ nicht mehr zu retten ist. Also gehen wir es einmal durch. Da steht FPÖ, die soziale Heimatpartei, weil es um Österreich geht, verbindliche Volksabstimmung zu CETA und TTIP jetzt. Gehen wir es Zeile für Zeile durch. Weil es um Österreich geht, stimmt ja nimmer. Jetzt müssen wir mal Österreich gemeinsam, Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ, leider durchstreichen. Schreiben wir her Konzerne. Weil es um Konzerne geht, jetzt sind wir der Wahrheit schon näher, weil es um Konzerne geht. Das ist jetzt freiheitliche Politik. Und dann steht verbindliche Volksabstimmung zu CETA und TTIP, das wollen die ja nicht und das will die FPÖ auch nicht. Das können wir einfach lösen. Wir schreiben daher keine. Keine, weil das wollen die Konzerne, das wollen zwar die Leute in Österreich nicht, aber das wollen die Konzerne. Und jetzt sind wir schon knapp an einer Lösung. FPÖ, die soziale Heimatpartei, weil es um Konzerne geht, keine verbindliche Volksabstimmung zu CETA und TTIP. Aber was heißt jetzt? Da könnten wir jetzt herschreiben, jetzt umfallen. Jetzt umfallen mit einem Rufzeichen, damit es ganz geschwind geht. Ich glaube, jetzt haben wir es. Weil es um Konzerne geht, keine verbindliche Volksabstimmung zu CETA und TTIP, jetzt umfallen. Und weil das der Realität entspricht, können wir den HC-Strache völlig unverändert drauflassen. Wir müssen ein bisschen was noch ändern, da bei FPÖ die soziale Heimatpartei stimmt auch nicht mehr. Dann machen wir daraus die Umfallerpartei. Die Umfallerpartei. So, und ich glaube, jetzt haben wir es. FPÖ, die Umfallerpartei, weil es um Konzerne geht, keine verbindliche Volksabstimmung zu CETA und TTIP, jetzt umgefallen, muss es eigentlich heißen. Meine Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, nicht das Plakat ist das Lächerliche an der Situation, sondern die Art und Weise, wie Sie damit umgehen. Ja, Sie könnten ja einfach da herausgehen und sagen, wir haben unser Versprechen gebrochen, weil es die ÖVP von uns verlangt hat. Das ist die Wahrheit. Sie könnten doch einfach sagen, ja, wir wollten unbedingt in diese Regierung und die Schwarzen oder Türkisen haben gesagt, da müsst ihr aber CETA unterschreiben und umfallen. Ja, und damit wir reinkommen, sind wir umgefallen, weil lieber unter der Tür durch als gar nicht in die Regierung. So,
Das ist die Wahrheit. Ist es so schlimm, die Wahrheit zu sagen? Und wenn Sie dann die Wahrheit gesagt haben, ja, liebe Wählerinnen und Wähler, wir haben euch getäuscht, wir haben euch im Stich gelassen, wir haben euch die Unwahrheit gesagt, dann könnten Sie sich noch bei Ihnen entschuldigen, das wäre ein Anfang. So, wir haben das Plakat in Ordnung gebracht, dazu sind wir von der Liste Pilz imstande. Die FPÖ können und wollen wir nicht in Ordnung bringen. Da ist nach CETA leider oder zum Glück nichts mehr zu retten. Dankeschön.